Ein neuer Tag. Und es regnet oder was ist es? Oh ja, es regnet. Oh ja. Das gefällt mir, wenn es regnet. Ich mag dieses Gefühl hier in dem Spiel. Ich mag sowieso Regen, ganz ehrlich. Auch wenn es regnet im Real Life. Ich mag das total. Ja, ich auch. Also, wir haben manchmal so Regen-Events, das ist so ganz besonders. Da regnet es gefühlt 10.000 Tonnen pro Quadratmillimeter und Liter, nicht Tonnen. Und dann ist alles bei uns überschwemmt. Alles weg. Aber wenn es nicht so bekloppt ist, dann mag ich das. Ja, so ein leichter Regen einfach. Wir haben bei uns hier immer nur ein bisschen das Problem, weil wir oben auf dem Hügel wohnen, dass wir immer viel Wind haben. Immer ein bisschen eklig, wenn ihr das so richtig ins Gesicht reinbatscht. Aber es geht. Man gewöhnt sich dran. Der Regen fast horizontal kommt. Ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt bekommen, ja? In der letzten Folge. Das ist die Produktion. Ich könnte jetzt zum Beispiel 5% mehr Erfahrungsgewinn an Näherei-Arbeitsplätzen. Das mache ich aber nicht. Das ist ja eher dann deine Ecke gerade gewesen. Deine Dicke. Ecke. 5% mehr Erfahrungsgewinn beim Arbeiten in der Küche. Würde ich jetzt gerne auch nicht unbedingt machen. Ja, wir haben ja einen Koch. Dann gibt es verputzte Wände, um den Verbrauch von Brennmaterialien zu senken. Das ist nicht schlecht, weil es ist ein Punkt und das ist nur ein Punkt. Man kann einfach nur einen Punkt da reintun. Ja, das kann ich aber schon. Ah, okay. Und dann gibt es noch langsame Haltbarkeit für den Verbrauch des Hammers. Also für Hammer. Verbauen, ja. Haltbarkeitsverlust bei Hammer. Ja, ich mach das, komm. So. Ich muss mal was essen. Siehst du, dann kann ich mir das nächste Mal, wenn ich einen Punkt bekomme, 10% schneller Handwerk werken in der Werkstatt und in den Schmieden. Das ist schon mal interessanter. Ja, Schmiede ist gut bei dir. Schwing den Hammer. Ich stehe da total drauf. Das mache ich total gerne gerade irgendwie. So, dann trinke ich mal was, gehe mich noch baden. Ich stinke wie ein Schwein. Ja, cool. Jetzt sind alle Felder, die wir gerade haben, bewirtschaftet. Gut. Alle. Und ein bisschen Dünger kann ich sogar noch herstellen. Nicht viel, aber ein bisschen. Mann, wo kriegen wir denn das so schnell wie möglich Ressourcen zum Schmieden her, Mann? Das nervt mich gerade, dass wir so... Wir haben einen tollen Spot gefunden, aber... wir haben keine Mine hier in der Nähe. Keine Mühe! Das ist kacke. Weißt du was? Was hast du das? Ich gehe jetzt in den Westen zum großen Fluss und laufe mal dort die große Felswand entlang. Du rennst im Kreis. Wieso? Hä? Wie? Wo? Nee, egal. I don't understand this. It's please. Okay. Please explain you. Nein. I don't want verarscht werden von you. Ist aber. Pass auf, also schon ein paar Steinechse für den gecraftet hier, dann wenn er die super Sachen. Das ist der Marktplatz jetzt. Jetzt habe ich verstanden, was du da machst. Ja. Ja. Ist erst aufgefallen, aber es war auch die ganze Zeit dunkel. Sieht doch nett aus, ne? Also erstmal. Ja. Und dann kann man sich vielleicht ein paar Stände. Ich wollte auch keine Zäune setzen. Aber es gibt auch Gebäude, das ein Marktstand ist. Hast du gesagt, es gab doch da so einen Stand, ne? Ja. Ich nehme an, das kannst du aber auch hier draufsetzen, oder? Kann man das? Kann man Gebäude auf den Weg setzen? Bestimmt. Weiß ich nicht, ansonsten müssen wir es abreißen. Kann man das? Ja. Warte, ich guck mal. Kleines, einfaches Haus. Okay. Nee. Geht nicht. Aber kann man den Weg abreißen? Zerstören, ja, kannst du. Okay, dann machen wir das dann. Und dann im später. Willst du mit mir kommen? Was? Wohin? In die zum großen Fluss?
Und dann die Schlucht entlang. Vielleicht gibt es eine Höhle, vielleicht gibt es da Materialien. Gut, dann können wir auch nach Skauki gehen und da direkt wieder aus der Mine klauen. Aber das ist wahrscheinlich immer noch nicht nachgewachsen, nachgeerzt. Das würde ich jetzt machen dann auch. Warte mal kurz, habe ich denn überhaupt Material, Werkzeug? Wie lange meine Bronzehacke? 85%? Ja, wird reichen, einmal zu hacken. Was, ach, was macht der denn hier unten? Nur eine. Was macht der hier? Was hast du dem gesagt? Der soll eigentlich auch Kupfer machen. Bronzespitzhacke, 100%, wow. Ich nehme mal eine mit. Ja, warte, ich guck mal kurz, was ich eingestellt habe. Grabungsschuppen. Der soll Kupfererz, Stein, Ton, Kalkstein, Stroh. Und aber am heißen soll er Kupfererz und Ton machen. Toll, das macht er jetzt gerade, weil er nichts anderes hat in der Nähe. Stroh. Ja, wahrscheinlich. Hm. Toll, hast du Scheiße. So wie sein Kopf. Ja, deswegen hat er wahrscheinlich auch noch keine Spitzhacke rausgenommen. Mhm. Dann nehme ich aber jetzt die Bronzespitzhacke. Ich habe einen Punkt gesetzt am Anfang des Flusses. Da würde ich gerne erstmal hin. Okay. Ich nehme noch kurz was zu essen mit. Reiseproviant. Und dann komme ich mit. Müsste was haben. Fladenbrot 2, Roggenbrot 2. Reicht. Komm schon. Ja, der macht Stroh. Hm. Aber der kann doch hier, guck mal, hier sind ganz viele Felsen. Warum hackt er denen die Felsen nicht ab? Er läuft jetzt hier aber auch am Steinhang entlang. Mist, ich habe keine Pfeile ausgerüstet. Kannst du den mal abballern? Ja. Na, komm her. Oh, Headshot. Mercy. Ah, nee, pflückt. Naja, wir werden schon sehen, was passiert. Der pflückt da oben? Ja. Keine Ahnung. Was holt denn der da? Ach, Steine wahrscheinlich. Einfach nur Steine. Weil er halt nichts findet, ja. Das ist blöd. Hm. Aber es ist halt die Frage, ob man einfach irgendwo den Grabungsschuppen hinstellen kann. Und dann bringt das zu uns zurück, aber es kann ja nicht so kilometerlang laufen. Ja, das finde ich auch komisch. Aber können wir ausprobieren. Einfach mal jetzt bei so einer Mine mal einen Grabungsschuppen hinstellen. Eigentlich müssten wir es bei der Kupfermine machen, wo wir jetzt da letztens hatten. Ja, einfach so testen. Müssen wir wohl die Materialien haben. Wo war denn das? Das war doch... Das war überhalb von Ostovia. Ah, da bei dem See, wo der Bär war. Da noch ein Stückchen nach Süden. Da kam direkt die Höhle, wo wir dann eingeschlafen sind. Ja. Ich habe gar nicht so viele Pfeile dabei, sehe ich gerade. Naja. Ich hätte die Pfeile in die Kiste getan. Ich kann dir welche. Oh, das ist jetzt schon wieder eine Sau los oder was? Ja. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Warte, ich bin gleich bei dir. Da kommt Nummer 2. Kommt noch einer. Oh, rennt aber auch schnell, die Sau. Rennt auch ein bisschen komisch. Dumme Sau. So. Nimmt die Pfeile da raus. Die nimmt da eigentlich eh mit dann. Ja, ich bin ja voll gespickt. Ich bin ja noch voll gespickt. Voll gestopft. voll gestopft mit Pfeilen. Ich kann dir welche geben. Ich habe 77 dabei. Ja, weiß nicht, so 10 oder 20. 15. 16. Ja, danke. Siehst du? Das ist ja generös von dir.
Weil ich den einen Pfeil gerade eben abgeluchst habe von dem Schwein. Siehst du, hast du auch nur geborgt? Ja. Wir sind die Borger. Waren wir hier schon an diesem Fluss? Nee, ne? Ich glaube schon. Weil wir sind ja doch hier waren. Stimmt, wir sind ja von Ostrovia gekommen. Skauki, genau. Da ist noch ein Häuslein. Ja, da waren wir schon. Da ist direkt gegenüber, da wo du jetzt hinläufst, auf der Landzunge sind Bären. Zum Essen oder zum Kämpfen? Nee, zum Kämpfen. Die Auer machen. Und die nachher essen. Also die kommen dann nachher auch essen, ja? Ja. Gucken, was für Speere wir diesmal haben. Wir waren ja vor kurzem, glaube ich, ist ja auch wieder hier gewesen, oder? Ja, und ab und zu spawnen hier noch Banditen tatsächlich. Ich glaube, letztes Mal hatten wir Banditen hier. Leere Kiste. Das Spiel hat noch keine Zeit gehabt, um was zu spawnen. So schnell können die gar nicht nachrechnen. Berechnen lassen. Wir gehen jetzt nach Skauki, haben wir gesagt, oder? Ich gehe durch die Schlucht jetzt hier und in der Hoffnung, dass ich dort noch einen Spot finde. Du gehst komplett den Fluss entlang. Ja, ja, genau. Wo bist du? Links von dir, rechts von dir. Oh, Bär. Ich wollte gerade sagen, irgendwas lief doch hinter dir her, oder? Nee. Nee, noch nicht. Ich geh mal. Oh shit, ja, Bär. Oh nein. Er hat mich gesehen. Oder muss los. Jetzt dreht er um, die Sau. Komm her. Dafür bin ich nämlich jetzt hier unterwegs. Das ist nämlich mein Ziel, hier irgendeinen Spot zu finden, wo ich dann die Bude hinsetzen kann, die nicht so weit weg ist. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass hier was ist. Yes, habe ihn gekillt. Okay, mit dem Langbogen aber, oder? Ja. Und ich glaube 4 oder 5 Kopfschüssen. Okay, hier war wieder ein komischer Schrei, als ob wir irgendwie wieder Feinde wären. Mit irgendeinem Geräusch, was entweder wirklich ein Tier wäre oder irgendwie so ein jemand, der so ein Geräusch macht. Wer weiß. Ich bin wieder viel zu schwer. Wenn du schaffst, zieh es mit zum Verkaufen in Skauki. Skauki. Dann muss ich aber nach in die andere Richtung, nach Westen. Die Luchse sehen geil aus, ne? Die sind hübsch. Noch ein Adler. Jawohl. Bist du auf der rechten Seite des Flusses? Noch nicht. Ach, du bist da hinten? 30 Federn. Guck mal, wo ich lang laufe. Ja. Ah, siehst du? Habe ich doch gut gewusst. Hier ist eine verlassene Mine. Ah, perfekt. Dann ich könnte auch zu dir kommen. Oder ist das was anderes? Warte mal, ist das ein Gebäude? Das sind Wasserfischergebäude. Ich weiß aber nicht, ob das eine Mine ist. Ist nochmal ein Bärenjagdgebiet, da gehe ich lieber raus. Weil nochmal schaffe ich das nicht. Waren wir hier schon? Kann sein. Sein Stuhl, der knattert. Nee, ist meine Frau, die versucht, die Tür zuzumachen. Jetzt ist sie wieder aufgegangen. Leer, leer. Ja, ein paar Eisenpfeile habe ich hier bekommen. Aber sonst leere Sachen. Bedeutet natürlich Wein. Nee, Weinflasche ist ja leer. Fischerspeer. Nehme ich nur mit. Ist das nicht gestehlen hier, ne? Das ist ja nicht nehmen. Steht nichts mit stehlen hier. Ja, dann ist okay. Dann kann ich die Sachen doch gleich. Oh, Zinnerz, aber nur ein bisschen Roggenbier. So, ich bin jetzt in Skauki. Ich brate das Fleisch jetzt nicht, verkaufe das direkt. Hat das einen großen Unterschied gemacht? Ist halt doppelt so viel. Ja? Ah.
Dann müsste ich jetzt wieder aus Gauki raus, muss erst ein Lagerfeuer machen. 148 Münzen, okay. Steinmesser, nehme ich mal mit. Weinflasche. Ein Sack mit Tierfutter, 5 Stück, sehr cool. Und Weizenroggen auch noch. Weizenkorn, meine ich. Cool. Oh, es ist meine Fackel gerade kaputt gegangen. Meine letzte Fackel, die ich hatte. Gut. Ich bin jetzt ein Skauki. Dann gehe ich mal in die Mine. Vielleicht ist ja ist das Zeug nachgewachsen. Ja, gut, ja. Ich glaube, das wird dir. Wird sich lohnen, von Skauki mal so schnell zu reisen, weil. Aber kann man schnell. Aber teuer. Kann man denn schnell reisen auch nach Hause oder nur in die nächste Stadt? Ich glaube nur in die Städte. Was ist das für ein Sinn da, ne? So teuer zu bezahlen. Sollst du ein Taxi bezahlst und der fährt dich nur die Hälfte der Strecke. Eisen. Okay, hier ist Eisen und Zinn. Ich weiß gar nicht, hatten wir hier Kupfer überhaupt? Mama, wie machen wir so eine blöde Fackel nochmal? Ah, hier ist Kupfer. Gut. Ja, ich nehme mal Kupfer. Mit Eisen lasse ich erstmal, können wir hier nichts mit anfangen. Oh, kein Stroh, ich habe kein Stroh. Nimm doch das aus deinem Kopf. Hä? Oh cool, ich weine für eine Fackel. Was kriege ich in der Kiste? Eine Fackel. Le Fackel. Fuck. Also Skauki hat Eisen, Kupfer und Zinn. Und noch Salz. Das ist, cool. Ist da, ja? Ja. Also du kriegst da eigentlich schon fast alles, was man braucht. Oh, eine Kinderwiege gibt's hier. Niedlich. Oh, das war Lederhandschuhe. Oh, cool, ich kann dir Lederhandschuhe gleich schenken. Ja, ich hab schon welche. Na toll. Jetzt will ich immer was Gutes tun. Ja, es sind ja die dicken Lederhandschuhe. Dicken. Nur die dicksten. Nur die dicksten. Da muss man voll da genau hinten? Gucken, wo die hier die Sachen hinlegen. Die sind echt... Ich schalaue Füchse, schalaue. Dort, wo ich hier gerade bin in der Mine, da geht's oben noch weiter eigentlich, wenn man hier so einen Hang hochläuft in dem Stollen. Aber man kommt nicht hin. Eine unsichtbare Mauer wahrscheinlich. Also was ich den Entwicklern immer lassen muss, die sind echt Schlitzohren. Ich hatte doch letztes Mal gesagt, man muss genau gucken, aber genau gucken. Und es waren da wieder Pfeile in der Wand reingeschossen und das waren wieder vergiftete Bolzen oder Pfeile, das es war. Krass, mal gucken, wo ich auf der Karte bin. Ja. Voraus. Alter, hat er mich gerade erschrocken, ey. Kommt hier ein Typ um die Ecke und brüllt mich erstmal an. Hallo, na, wie geht's dir, mein Freund? Er hat zusammengezockt. Hat keine Sau hier drin und plötzlich kommt er um die Ecke genau. Da hat der Grave zusammengezockt. Er hat fast seine Maus weggeschmissen. Ah, ne, so schlimm war es noch nicht. Ich gehe mal auf den höchsten Berg da oben. Ich glaube, das ist die letzte Kupferader hier. Entweder kann ich da nichts mehr tragen. Wir müssen einfach mal wirklich komplett nackt hier hochgehen. Oh, das ist nichts mehr da. Na, hier ist noch einer, okay. Die kriege ich noch. Worauf sitzt du eigentlich? Du sitzt ja auf einem, denke ich mal, auf einem Computerstuhl, ne? Auf dem Boden. auf Stroh. Grave hat einen 7000 Euro teuren, Entschuldigung, 7000 Dublonen teuren sprechenden Box, sitzt aber auf Stroh.
Nee, was hast du? Hast du bestimmt einen Stuhl, oder? So ein Computersessel oder so. Von? Ist Muss ich egal. Werbung zu machen? Marke ist uninteressant. Nobelshares. Oh, genau die gleiche Scheiße habe ich auch. Gute Stühle. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wo bin ich eigentlich? Das auf der Karte noch. Hallo? Komme ich auf der anderen Seite wieder raus oder wie? Was soll ich eigentlich gesagt haben? Achso, sitzt du direkt auf dem Stuhl oder hast du noch so ein Kissen oder eine Decke oder irgendwas? Nö, ich sitze direkt drauf. Okay. Ich muss immer sowas wie so ein Handtuch da drauf haben. Ich habe direkt ein Sitzen. Das war mir klar, das hättest du mir gar nicht sagen brauchen. Ich bin hier gerade bei den Flüchtlingen. Ich quatsch noch mal einen an. Ja. Was brauchen wir noch mal? Jetzt ja, kommt drauf an. Ein Schmied? Es ist dann Produktion, muss ja gut sein. Oder sie. Lamberta. Also die jagt gerne und ist am Feld gut, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, immer das Gleiche. Wir brauchen was anderes. Kann man eigentlich ein Freudenhaus machen? Er ist gut darin, Leute zu überzeugen. Das wäre zum Beispiel jetzt gut für einen Marktstand, den wir aber noch lange nicht haben. Sonst kann er auch nichts. Unnütze Nichts kann er. Menschen. Unnütz. Was kannst du? Ah, warte mal. Handwerkskunst kann sie. Objekt Nieva. Also, die wäre was mit dem komischen Namen. Okay, nee, die brauchen wir auch nicht. Ich bin komplett aus der Karte raus, ne? Oh, hier ist ein neues Haus, so ist es das gleiche. Mir ist einmal im Kreis gelaufen. Ne, es Ich ist hole uns nur. eine neue, die kann Handwerkskunst. Ach krass, hier ist ein neues Haus. Handwerkskunst, ja, okay. Cool. Da ist er. Ich hab ein neues Haus gefunden. Ah, du bist ein Skauki. Ach ja? Ja. Ach ja, Du oh. bist 180 Meter von mir. Ah, stimmt, ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie kenne ich das Gebiet hier. Leere Kisten, Bruder. In deren ihren Grabungsschuppen ist noch was drin, aber da steht die ganze Zeit so ein Typ davor. Hält Wache. Warst du in allen Häusern drin? Die haben zugelernt. Nee, tatsächlich nicht, weil ich bin so voll mit Kupfererz. Kann mir mal jemand bitte helfen? Ich suche neue Mitspieler. Säufer spiele ich hier mit Säufern. Das ist so voll hier, der Type. Immer das Gleiche. Ein Sitzen hat er und voll ist er auch noch. Ich habe aber 52 Kupfererz. Damit solltest du erstmal was anfangen können. Ja. Ja, ein bisschen. Vielleicht. Was macht ein Esel? Auf dem Acker helfen? Ja. Keine Ahnung, was man sieht. Bei Siedler 4 hätte ich es dir jetzt sagen Oh, können. hier liegt eine Eisenschaufel. Zwei. Aber alle bei den 0%. Na toll. Bei Siedler 4 hätte ich dir jetzt sagen können, was ein Esel kann. Aber hier nicht. Oh, hier liegt eine ganze Kiste mit Kupfererz. Kupferhammer, Perfekt. Zinnerz, Bronzehacke, alles andere brauche ich nicht. Haha, oh, ich bin voll, ich kann schon nicht mehr laufen. Ich bin voll, ich brauche schon gar nicht mehr in die Höhle rein. Aber ich kann was verkaufen. Gibt es hier irgendwelche Händler? Ja, es gibt eine
Nahrungsmittel, Lebensmittel. Welchen? Mir guckt nur noch der Kopf aus dem Wasser gerade. Ich krieg gerade noch so Luft. So, ich verkaufe ein paar Sachen. Boah, die Eisenschaufel sieht cool aus. Aber die ist 1% nur. Ich darf es aber nicht verkaufen, weil sie mir zugelaufen kam. Boing, boing, boing. Hallo. Darf ich dein Freund sein? Küss sie doch mal. Vielleicht verwandelt sie sich in eine Prinzessin. Ja, ich verkaufe gerade ein paar Sachen. So, die kommt noch in das Haus. Gute Frau. Und dann verdonner ich die jetzt mal in die Schmiede, ne? Dobjek never oder so. Schmiede. Okay, ich habe ein bisschen was verkauft. Das ist schon mal ganz cool. Und was soll die herstellen in der Schmiede? Kriegen wir denn auch dafür Punkte oder müssen wir das selber machen? Das ist ja die Frage, was ich jetzt gerade so. Die mir gerade. Bist du eigentlich schon. Bist du noch da oder bist du schon weitergelaufen? Ich bin weiter, ich bin so langsam, ich brauche eine Weile. Okay. Du bist aber immer noch schneller als die alte. Guck mal hinter dir. Auf der Karte. Muss mal gucken. Gleich in der Verwaltung, in der Schmiede, was man da alles herstellen kann. Ich muss jetzt erstmal ein Stückchen laufen, sonst wird es zu dunkel, bis ich da rein bin. Oh, wie angenehm es in der Höhle ist. Oh, ist das schön. Echt total angenehm. Kein Wind, kein Regen, Stille. Ja, hier geht die Welt unter bei mir. Zusätzlich meine Fackel noch kaputt gegangen. Oh, jetzt ist ja noch Wildschweingebiet. Ich bin doch eh nicht so langsam. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, es wird so dunkel. Ich habe nicht zu viel. Oh, ein bisschen zu viel. Ich muss raus aus dem Wald. Die ich muss ganz ehrlich, die Mine ist geil. Das Sound da drin ist echt super. Ah, Heimat. Bin zu Hause. Ist das schön. Ich will mal was testen mit der Schmiede jetzt. Ich leg mal die Kupfererze jetzt nur ins Materiallager. Ich will mal gucken, ob die sich jetzt aus dem Materiallager rausnimmt oder ob man es wirklich hier in die Kiste bei der Schmiede machen muss. Aber mal gucken. How do you do?
Wir haben jetzt 62 Kupfererz im Materiallager. Theoretisch müsste sich das eigentlich jetzt da automatisch rausnehmen morgen früh, wenn die an die Arbeit geht. Bist du noch in Skauki oder bist du auf dem Heimweg? Auf dem Heimweg. Ich bin aber noch in Skauki. Was? Ja, ich wollte gerade losgehen, aber ich bin noch in Skauki gerade. Magst du vielleicht da ein Lagerfeuer machen? Ja, aber ich kann nicht, muss ich außerhalb. Ja. Weil es ist eh gleich Sommer, das heißt, du spawnst eh gleich bei dir zu Hause. Ah, das wäre super, weil ich ganz ehrlich, oh, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr laufen, ich bin voll. Was? Alles. Zu mir sagen, ich würde saufen. Voll. 16 Holzzweige, das kriege ich doch gar nicht mehr hin, ey. Soll ich denn hier, oh. Ach Mann, ich kann nicht so viel tragen. Ich kann nicht mal das Holz tragen. Oh, ich habe 33 Steine dabei. Oh. Oh. Da hätte ich bestimmt noch andere Sachen mitnehmen können. Na gut, jetzt nicht mehr. So, ich mache mir ein Lagerfeuer. Okay, ich schlafe. Ja, ich lege mich hin. Oh, wie schön. Diese Warum bin ich jetzt wieder in der Stadt gespawnt? Ich habe doch ein Zuhause, das verstehe ich. Hast auch geguckt, ob du es noch zugewiesen hast. Oder vielleicht ist es doch wieder nicht zugewiesen wieder. Und vielleicht hat das irgendjemand von den anderen dir weggeluchst. Wenn du understands, I want to say you. Say to you. Ja, jetzt bin ich wieder zugezogen. Hä? Aber das hatte ich doch schon gemacht. Naja. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder in der Stadt. Hier ist ein Ausrufezeichen. Soll ich mal mit dem quatschen? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich kann nicht mit ihm reden, weil er noch pennt. Das ist eine Katastrophe mit den Leuten. Guck mal, der Schmied ist auch schon wach. Und? Ich bin aber hier an der Schmiede, also macht der mal wieder einen Scheißdreck. Ja. Und die hier? Ah, die verkauft auch noch Sachen. Okay. Have a nice day. Hab ich nicht, wenn die Hälfte hier pennt. Ich kann so nicht arbeiten. Geht einfach nicht mehr. Dafür klaue ich jetzt ein paar Holzstämme. So. Soweit habt ihr mich jetzt. Bring ein paar Federn mit. In der Stadt gibt es ein paar Vögel, die man super gut abschießen kann. Aber du bist gar nicht da. Aber so einen Taubenschlag könnte man echt mal überlegen. Vielleicht kommen dann auch Tauben. Das wäre immer welche vor Ort. Wäre eine Idee. Lern das mal. Ist die Frau die Schmiedin? Oh ja. Ja. Sie geht gerade schmieden. Perfekt. Ah, was war jetzt die Frage eigentlich? Hast du mir darauf geantwortet? Kriegt man denn die Punkte, wenn die jetzt schmieden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dann bringt sie ja nichts, wenn die jetzt rumschmiedet hier. So aufhören zu schmieden. Die nimmt uns unsere Arbeit weg. Ich wollte gerade sagen, hier. Was will der jetzt hier? Braucht ihr aber irgendetwas Hilfe? Soll ich mal vorlesen, was es sagt, oder einfach auch zusammenfassen? Mach das. Ich glaube, die Leute wollten das auch so ganz gerne. Ich bin froh, dass du fragst. Ich brauche wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt gab es in letzter Zeit keinen Moment, in dem ich nicht beschäftigt war.
Dafür pennt er aber die ganze Zeit. Die Probleme mit Gesetzlosen und das Ausbleiben von Vorratslieferungen unserer Nachbardörfer fordern ihren Tribut in unserer Stadt. Unsere Leute brauchen fast jeden Tag Hilfe. Sieh dir nur unsere Anschlagtafel an, die spricht für sich selbst und es kommt ständig neue Hilfe zu. Aber es gibt einen Fall, der nicht publik gemacht werden kann. Es gibt ein Problem, um das ich mich kümmern muss, das ich aber nicht einfach an der Anschlagtafel anbringen kann. Die Leute vertrauen mir schließlich auf meine Kompetenz. Das ist es, was sie in diesen Tagen antreibt. Ich darf ihr Vertrauen in mich nicht untergraben, indem ich es Schwäche zeige. Kommt zur Sache. Es geht um meinen Lehrling Lubos. Es ist noch nicht lange her, dass er auf der Suche nach Arbeit nach Piestro kam. Zufälligerweise war ich gerade auf der Suche nach einem Assistenten, der mir das Arbeit abnehmen kann. Es war fast, als hätte das Schicksal ihn zu mir geführt. Ich habe ihm einige kleinere Aufgaben übertragen, damit er sich an die Arbeit gewöhnen kann. Nun habe ich gehört, dass sein letzter Auftrag für einiges Aufsehen im Dorf gesorgt hat. Er hätte einige Waren unter den Dorfbewohnern verteilen sollen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Es scheint, als wäre kaum jemand mit der Lieferung zufrieden gewesen. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat sie abgelehnt und darauf bestanden, dass sich sein Meister nicht einmischen sollte. Könntest du mir helfen, dafür zu sorgen, dass dieses Schlamassel ein Ende findet? Sein Meister? Okay, hast du das gerade verstanden? Der Meister soll sich nicht einmischen. Ja, genau. Der Meister. Ah, okay. Okay. Gut, wo finde ich den Unruhestifter? Ich habe ihm einen Platz zum Wohnen außerhalb der Stadtmauern geschaffen. Er wohnt in einem Haus neben der Windmühle. Bitte sei geduldig mit ihm. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern, denn ich habe große Hoffnung. Dann werde ich ihm mal einen Besuch abstatten. Hau aufs Maul. Ja, ich geh's da direkt hin mit dem Bogen. Direkt Bogen im Anschlag. Ja, jetzt muss ich es nochmal auswählen. Sprich mit Lubos. Komm her, Junge. Ich habe hier so einen stachelbesetzten Knüppel. Und ich habe keine Angst, ihn einzusetzen. Wer nicht spurt, kriegt einer mit dem Knüppel. The worst thing about this time of year, da steht er. Da steht er, die faule Ratte. Sieht schon so schmierig aus. Was willst du? Ich habe gehört, dass du Hilfe mit ein paar Lieferungen. Die Arbeit ist bereits getan. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Ich habe die Dorfbewohner reden gehört. Warum hast du dich bei den Lieferungen geirrt? Ich habe mich bei niemandem geirrt. Es ist nicht meine Schuld, wenn sie die Geschenke nicht zu schätzen wissen. Die sind das Problem, nicht ich. Und okay. Sich beschweren, wenn es etwas umsonst gibt. Erbärmlich. Voll frische. Das ganze Reich soll sich in einer Krise befinden, weißt du? Wir werden sehen, wie sie sich verhalten, wenn der eines Tages der wirkliche Krieg kommt. Sie werden um jedes Stückchen Müll und vergammeltes Essen betteln, das sie riechen. Ha! Wer war mit der Lieferung unzufrieden? Alle. Die Kuhzüchterin hat sich über das Futter beschwert, der Schmied mochte die Kleidung nicht und der Näher hat Werkzeuge nach mir geworfen. Nur der Bauhandwerker war glücklich. Er hat den Weinkrug liebevoller umarmt als seine Frau. Wie der Deutsche das Auto, ja? Genau. Du solltest auf sie zugehen, deine Fehler wieder gut machen. Verdiene dir ihr Vertrauen. Sollt mit dem zufrieden sein, was sie haben. Ich bin fertig mit ihnen. Hör dir ihr Gejammer ruhig an, selbst an, wenn du willst. Ich kann jetzt auswählen, du kannst deinen Meister nicht so im Stich lassen. Zu einer Einstellung kommst du nicht weit. Oder worauf habe ich mich dann nun wieder eingelassen? Erwarte mich bald zurück. Kannst Meister. Du Meister, ja. Das macht man nicht. Okay, und jetzt? Haut er dir aufs Maul. Oh Gott, muss hier mit 4 Leuten reden. Ist ja Arbeit. Tim, machst du die Quest? Ja, sehe schon. Ja, habe eh nichts zu tun. Der Schmied. Red mal mit dem zuerst. Er sollte an den Schmied eigentlich Arbeitskleidung liefern. Und was hat er ihm gegeben? Ein Kleid für kleines Mädchen. Okay.
Ich merke schon, das Spiel wird... Alle haben mich ausgelacht. Sie haben mir gesagt, ich soll meine haarigen Beine rasieren, bevor ich es anziehe. Verflucht soll dieser Junge sein. Nimm und bring es weg. Bist du sicher, dass du es nicht getragen hast? Es ist ganz schmutzig, du Widerling. Oder? Das riecht wie eine Kackwurst, aber das ist nicht mein Problem. Nimm das, das hört sich gut an. Das gefällt. Alles, was mit Kacke zu tun hat, ist immer lustig. Da sagt er, ich kann es nicht ändern. Meine Schmiede ist nicht so sauber wie der Hintern einer Jungfrau. Sie ist ein schmutziger, staubiger Ort, an dem dir die Hitze ins schwitzige Gesicht schlägt. Es ist alles andere als die Kleiderkiste eines Kindes. Okay, jetzt habe ich schmutziges Kinderkleid bekommen. Was mache ich jetzt damit? Weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich ihm dann wieder zurückbringen. Okay, ich klappe erstmal den Rest hier ab. Geil. Aber ich muss sagen, die Quests sind witzig geschrieben. Nicht so Standard, ja, geh hier hin, bring mir das. Ja. Meine, was du tust, ist es trotzdem, aber es ist halt Unterhaltung. Kriegst du da rein zufällig in der Stadt irgendwo Hühner? Ich guck gleich mal, ja. Also das mit der Arbeit auf dem Feld läuft ganz gut, ne? Die Eule, die macht richtig tolle Arbeit. Also jetzt unironisch, oder? Ehrlich, ehrlich. Ich mache übrigens Stockgatter jetzt gerade, damit wir nämlich an den Zäunen auch mal richtig rein und rauslaufen können. Okay, Leute, die Folge wäre jetzt schon langsam zu Ende. Wir haben ja schon über Zeit. Wir haben schon fast 50 Minuten. Fast. Aber man will ja immer hier immer mehr schaffen. Ja, das ist schlimm. Zeit geht echt schnell rum. Dabei machen wir eigentlich nur lockere 3 bis maximal 4 Folgen. Da ich aber sowieso immer Überlänge mache, geht da immer viel Zeit dran verloren. Gleich mal noch nach den Hühnern. Das ist ja gut. Ich will noch kurz fertig reden mit der allen. Mit der allen hier. Geil. Er hat Zwiebeln der Bäuerin gegeben, die ihre Kühe damit gefüttert hatten. Jetzt haben sie Durchfall. Ist aber nicht sein Problem, oder nicht? Ja. Aber er hat gesagt, es würde denen helfen. Okay. Und jetzt muss ich Lubus wieder die Sachen bringen. Okay. Alles klar, ich stehe direkt neben dem. Das habe ich immer so gehasst an solchen Spielen, das Hin- und Herrennen. Bring das, nach da und hier vorne hin. Toll. Müssen wir Holzhämmer und Zwiebeln liefern. Holzhämmer, ja?
Ja, weil er es verbockt hat. Also ja. Hier sind Kühe. Zwiebeln haben wir ja genug, das wissen wir, ja? Und ja. Holzhämmer kann man ja easy going machen, ohne Probleme. Brauchst du 10 Holzstämme, ja. Oh, wir können Äpfel pflücken. Hier Hühner? Nee. Wo waren denn Hühner? Oh, das waren die in der Stadt, das kann auch noch sein. Ich pflücke gerade Äpfel. Ich habe gerade Hühner gackern hören. Moment. Yeah. 42 Äpfel gefarmt. Hier sind Pferde. Ja, aber ich glaube, Pferde brauchen wir erst gerade nicht. Sind auch aber zum Reiten. Ja, wie viel kosten die? Feuer. 4.350. Einer. 4.000, okay, ich habe 2.000. Das heißt, im nächsten Winter könnten wir es kaufen, eins. Aber es braucht Futter. Futter, ein Sattel musst du noch machen. Ja, das muss auch noch gekauft werden. Einen Stall brauchst du. Ja. Wo sind die Hühner? Hier sind Gänse. Vielleicht gibt es hier in der Stadt doch keine Hühner. Ja, ich glaube, hier gibt es keine Hühner. Dann gibt es die wahrscheinlich entweder in Klonika oder in Ostoria oder Skauki. Aber Skauki waren wir das, habe ich jetzt keine Hühner gesehen. Aber ich habe auch nicht drauf geachtet, ehrlich zu sagen. Nicht vergessen, die Dings mitzubringen. Ein paar Federn. Ein paar Sklaven. Ja. Ja, sind hier nur gerade gar keine Vögel im Dorf. Die sind immer da an der Anschlagstafel, da landen immer die ganzen Raben. Ja. Ich stehe da jetzt auch in der Nähe. Ah, hier steht einer jetzt. Hier ist gerade einer gelandet. Komm her. Bäm. Am Pfeil finde ich immer ein bisschen Overkill für so einen Vogel. Aber gut. Aber du kriegst es ja wieder zurück. Ja. Am meisten kriegst du halt auch so Falken und so raus. Ich glaube, so ein Falke oder Adler gibt dir 30 Federn. Und eine Krähe gibt dir nur so 8. Hat Sinn. Macht Sinn. Ja, ich kill die ja trotzdem. So, ich habe jetzt gerade meine Bronzehacken in die Kiste getan. Ich lege dann auch mal die Eisenschaufel hier rein. Die sieht übrigens voll cool aus. Das ist einfach eine Holzschaufel mit Eisenbeschlag vorne dran. Mhm. Aber hier ist ein Gänseküken. Aber Hühnerstall geht nicht mit Gänsen, ne? Das brauchst du wahrscheinlich einen Gänsestall. Ich habe keine Ahnung, das steht nicht dran. Ich guck gerade mal, Hühnerstall. Ja, Gänsehaus brauchst du. Schade. Mhm. So, ich muss aber jetzt Schluss machen, ihr Lieben. 50 Minuten ist viel zu lange für. Können die Leute ja nicht verwöhnen. So geht das hier nicht. Ihr Lieben, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde dann mal ganz gerne mal wieder zu der Mine hin und dann dort mal ein, keine Ahnung, wie das Ding heißt hier, das Minenhaus hinbauen und mal gucken, ob das geht. Grabungsschuppen, ja. Grabungsschuppen, aber der muss doch irgendwie essen. Der kann doch nicht da hinten noch rumhocken. Ja, keine Ahnung. Müssen mal gucken, auf jeden Fall muss halt Kupfer in der Mine sein, weil das ist das Einzige, was wir gerade verarbeiten. Ich verarbeite gerade eigentlich alles. Ich habe jetzt eben Eisen, Kupfer, Nee, ich meine nur, im Grabungsschuppen kannst du nur maximal einstellen, gerade dass er Kupferbarren abbauen soll. Mhm. Und demher wäre es jetzt Quatsch, den bei einer Mine hinzustellen, wo es nur Eisen gibt. Ja, da war aber alles Mögliche drin. Aber jetzt erstmal Schluss. Bis dann und tschüss.